Ja, langsam aber sicher wird es jetzt dann doch mal Zeit, dass wir hier ein Ende finden. Oh, Granate. Ein Granätchen. Und dementsprechend schauen wir, was jetzt heute noch so passiert. Und herzlich willkommen, auch wenn es ein wenig spät ist, zu Let's Play Mafia 3. Hier geht's raus. Ein Bötchen. Naja. Ach so, da ist Ausgang. Da steht. Oh, egal, ich sag schon gar nichts. So. Ab zur Straße nach vorne. Nach dieser epischen Schlacht. Jetzt ist er außer Atem schon wieder. Mann, 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 ey. Hält auch gar nichts aus hier. Ach, da ist noch mein Wägelchen. Und bevor wir jetzt loslegen, schauen wir, was wir machen, den Story-Auftrag. Da fahren wir doch gleich hin, da sind wir doch gleich ums Eck. Mit Jackie müssen wir reden. Jackie Grimaldi, die alte Aussteigernudel. And to the left. Oh, das Gebäude ha haben wir das schon mal gesehen. Ist mir neu. Okay. Fast gut geparkt. So. Und da geht es rein. Ich wäre ja schon fast dran vorbeigefahren, aber auch nur fast. Hier ist aber viel los, du. Ja. Der rubbelt. Der rubbelt, der rollt. Der rollt, der Rubel, wollte ich sagen. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Also, mit dem Steppenwolf geht's jetzt mal hier raus. Warum ist denn da so viel rassistische Propaganda? Ah. Das sind ja die genau richtigen. Warum ist denn da so drüben so viel blau? So. Dann machen wir erstmal ihn hier. Ne, das ist ein Verteilerkasten. Ne, was ist das für Frage? Ja, da, passt. So. Der alte Steppenwolf. Gutes Lied. Aber wie gesagt, die GEMA wird wahrscheinlich wieder Probleme machen, beziehungsweise YouTube. Es ist leider nach wie vor eine sehr traurige Angelegenheit. Geiles Auto. Erzähl mir keinen Quatsch. Wieso teilst du mich nicht zur Nachtcrew ein? Weil du es dir noch nicht verdient hast, Garo. Wenn du den Job willst, brauchst du jemand sein, dem Mr. Monroe vertrauen kann. Blind vertrauen. So. Jetzt muss ich dann schnell wieder Gas machen, weil sonst werde ich wieder sterben. Mr. Moreau lässt einige unserer anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Das Auto will ich haben, das heißt, die muss mich hier
Du arbeitest jetzt für mich. Das ist meiner. So, das lief gut. Das Auto ist jetzt auch meins. Genau so will ich das. Und da hinten gibt es einen Killerauftrag. Jo. Und da gibt es noch einen. Ja, ja, ja. Und da gibt es auch einen. So viele. Onkel Jude, Onkel Thaddeus, Andrew, Bartholomew, James. Ich nehme den. Da wollte ich noch gerade ausfahren. Geht zwar schlechter als mein voriges, aber man muss ja auch mit seinem Fuhrpark mal immer so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Oh! Ja klar, geht's über die Straße, kein Problem. Lasst euch ruhig Zeit. So, erstmal Adrenalin. Wo muss ich genau hin? Da rein. So, erstmal die richtige Wumme. So, die labern zwar alle, aber irgendwie stört das so keinen, dass ich hier die alle abmetzel. Ja, das ging einfach, aber gut. Wie sie alle hier mit ihren Kapuzen da rumstehen. Wie schlecht eigentlich. Aber gut, okay, wenn die das so machen, so meinen. Hier drin gibt es sonst ja aber mal gar nichts. So hinterlässt man als Auftragskiller einfach mal den Tatort. Zack, alles klar und wieder weg. Also geil ausschauen tut er schon, da kann man aber mal gar nichts sagen. Ja, halt, halt an. Schön querfeld ein, da geht er auch. Gegenverkehr, ja, ja, ja. Bisschen geschnitten, alles kein Problem. So, und jetzt hier mal rein. Oh, noch ein schönes Auto. Oh, was hat denn der für eine? Gott verdammt, was war das? Na, aber weiß ich auch nicht. Muss man mal gucken, vielleicht. Kenny hat sich fast umgebracht, als er am Wochenende die Antenne ausrichten wollte. Und das für einen lausigen Kanal. Haha. Musst auch du mal gucken, was da so los ist. Aber da sind ja so viele schöne Autos. So, bevor der hier den anderen sieht. Oder der. Aber der Schaden ist ganz schön beträchtlich, den wir da anrichten müssen. Ich wünschte, ich wäre einfach zu Hause geblieben. So.
So, noch ein Nackter. Wer sagt denn da was? So. Also hier scheint es denen ganz gut zu gehen. Schönes Anwesen. Was kann ich jetzt mit dem? Ja, vielleicht hört er jetzt auf. So. Also auch wenn das eigentlich zu Beginn mein Favorit war, aber hier doch das Ding obendrauf, brauche ich ja den nehmen. Also da gibt es ja gar kein Wenn und Aber. Scheint so eine Bonzen-Gegend hier zu sein. Ja, aber... ganz schön bockiges Teil hier, muss man mal feststellen. Ich hasse Befragen. Ah, was jetzt? Nein! Warum kommt jetzt da das Auto an? Warum überfährt er mich? Ich stehe auf der Straße. Hi, Gott, zack. Nein! Das kann es doch nicht sein. Ich stehe auf der Straße, baller da auf den anderen und der denkt sich, ich überfahre jetzt mal den. Das macht man doch nicht, wenn ich Leute in der Schießerei... Oh. Leute in der Schießerei habt, dann lasse ich die doch in Ruhe machen. Oh Mensch, ey. So eine Kacke. Ja. Oh, das ärgert mich jetzt aber schon extrem gerade. Und der Weg hier ist auch noch so ein dämlicher Weg, bis ich da immer da vorne ankomme. Nein, nicht. Oh. Na, so. Wenn er da so beim Bieseln ist. Hey, Mr. Clay. Ja. Könnten Sie mich von hier wegversetzen? Nein. Einer dieser Kiffer wird diesen Laden hochgehen lassen. Ach, halt dir die Schnauze, ist mir vollkommen egal. Ich bin gerade richtig angepisst, ey. So, und jetzt aber, jetzt zeige ich es dem. Am liebsten würde ich ja den einen Fahrer von dem Auto auch nochmal treffen. Und den einfach auch nochmal einen Gruß zu verpassen. Aber gut. So, jetzt ist mir alles egal. Geht dich gar nichts an. Ich kümmere mich drum. Da drüben! Verdammt!
Nein, 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 nein. So, da kommt da noch einer. So. Jetzt aber. Mann, ey. Ihr könnt dreimal überleben, ob er lebt. Überleben. Ihr könnt dreimal raten, ob er überlebt oder nicht. Da geht nach Feierabend etwas vor. Was auch immer es ist, Mr. Moreau versucht es geheim zu halten. Nein. Danke für deine Hilfe. Scheiße, scheiße. Ja. So. Halt doch, ey, überall Musik in dem Spiel. Wie soll man denn da vernünftige Videos machen? Nein. So. Weiter geht's. Hab ich eine Wut im Bauch gerade. So. Time auf Granaten umsatteln. Oh, das ist mal ein schöner Jump. So, warum muss ich jetzt hier eigentlich mit der alten labern? Ich muss da ganz schön viel Schaden anrichten. Was brauchen Sie? Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Hm. Weißt du was? Das könnte es sein. Moreau ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich gehe da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. So, also. Warte auf den Sonnenuntergang. Digga, mir ist Sonnenuntergang. Das schaut aber nach Sonnenuntergang aus, oder? So. Los geht's. War grün, war ganz klar grün. Also jeder, der was anderes sagt, der lügt. Das war übrigens bewusst ausnahmsweise mal falsch ausgesprochen. Aber ihr müsst mir das ab und an nachsehen. Aber gerade manchmal ist es so laut, dass ich meine eigene Stimme oder meine eigenen Worte gefühlt nicht höre. Geh weg! Ein Pfeil nach unten. Hä? Ach so. Was? Ich? Was? Ach so, da drüben ist der Supermarkt. Ich dachte, da wo wir gerade entlang gelaufen sind, das war schon der, aber... Fahr doch mit dem kaputten Auto! Ja, klar. Die Cops so, alles klar. Haben sie was verbrochen? Nein, nein. Tragen die Kapuzen vor der Sonne. Okay. Supermarktkasse. Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir nur Bargeld annehmen, dass für einen geringen Aufpreis alle erstandenen Waren sicher an einen Ort Ihrer Wahl geliefert werden. Also, das erste Objekt ist dieses quirlige Exemplar. Heute Morgen frisch.
Jetzt bin ich gespannt, was wir da gleich wieder erwarten dürfen. Okay, das klingt nach Sklavenhändlern. Eine Weste ist schon mal super. Okay, alle Zeichen sind darauf aus, dass ich hoch marschiere. Geld sich auch keins mehr, also gut, dann geht's halt hoch. Ich wiederhole, dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Die Gebote beginnen bei $1,000. Höre ich 1000? $1,000. Höre ich 2000? Granate! Es ist nur irgendwo. Ah! Scheiße! Auf dich! Ich bin öfter mit einer Waffe auf mich gezielt. So. Ja. Erstmal hole ich mir hier alles, was ich so holen kann. Und jetzt, mein Freund, jetzt haben wir Zeit zum Sprechen. Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch. Das ist, glaube ich, kein Problem. Arschloch. Hinten ins Knack. Verstärkung? Verstärkung ist jetzt eher ungut. Was ist das? Ich piss auf dein Grab! Knöpfe dir von der anderen Seite vor! Ich jag deinen Arsch in die Luft! In die Beine geschossen. Warte mal, da ist doch noch was, was sich zerstören kann, oder? Oder Kohle oder irgendwas ist doch hier oben noch. So, ihr könnt so viel Verstärkung schicken, wie ihr wollt. Das ist mir alles vollkommen Latte. Aber, wie gesagt, ich vermisse hier oben, weil da hat doch vorher noch so ein Ding nach oben gezeigt. Dachte ich, aber scheinbar vielleicht auch nicht. Es kommen da auch wieder welche her. Ah, Granate. Ach, wisst ihr was? Weil ihr so sympathische Kerle seid, nehme ich euer Auto. Aber der Sound, der röhrt ganz geil. Auch wenn er keinen Schuss geht, aber er röhrt wie ein großer. Hätte ich da vielleicht rüberfahren können? Wahrscheinlich. Naja. Obacht. Ein Elch kommt. Ah, fast schon 90. Oh, da rechts hat es auch noch was gegeben, aber ich fahre jetzt erstmal davor. Weil vielleicht reicht es ja schon. Man weiß es ja nie. Auf einmal gibt es so eine Mission wieder brachial viel. Naja. Die haben sich hier auch den offensivsten Unterschlupf ausgesucht.
dir geht. So. Da wird jetzt heute jetzt gar nicht lang rumgesneakt, rumgetan. Einfach rauf, volle Lotte rein. Kohle nehme ich natürlich mit. So, da höre ich eine arme Frau weinen. Und ich bin ja ein Netter. Deswegen natürlich befreien wir die jetzt. Da, oh, das gibt ordentlich. Hat ordentlich was gegeben. Öffne die Karte. So, da haben wir schon gesehen. Da vorne hatten wir den. Das heißt, ja, nehme ich mir das Auto jetzt hier von denen. Ein Blue Bullwurf. Der geht ja noch weniger. Ist ja Wahnsinn. Ich dachte schon, das andere wäre die Evolution der Langsamkeit, aber das Auto toppt dann doch nochmal ein Stückchen. So, da haben wir schon, das habe ich vorher schon vom Fahren her aus gesehen, dass das direkt hier ist. So, meine Freunde. So, ein bisschen die Kapuzen wegschießen. So viel Blut. Seht euch all das Blut an. Wer sagt denn das jetzt eigentlich? Ich nehme dann doch wieder den Redneck-Kahn. Der geht wenigstens noch ein bisschen. Bisschen Zeitdruck hier ja auch. Weil eigentlich wollte ich jetzt hier noch so das große Finale zeigen, aber das würde dann nach Überlänge schreien. Deswegen schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen, bis wir den Schaden angerichtet haben. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Das lasse ich jetzt so ein wenig auf mich zukommen. In dem Bonzenviertel waren wir doch schon mal. Sie sind scheinbar alle ganz gut betucht, du. Das kann ja nicht sein, was die da an Asche haben. Ich pack mal in seine Auffahrt. So, da muss doch hier gleich der Erste sein. Und ihr habt's gesehen, jetzt wird nicht mehr großartig gesneakt, sondern jetzt werden sie einfach niedergemäht. Da, die Typen lasse ich einfach mal links liegen. Scheiße! Okay, suchen wir woanders weiter. Deine eigene Schuld! Da ist jemand tot. Du rufst mal gar nichts an. Ich sitze fest! Und du kommst erst gar nicht raus. So, keine Ahnung, auf irgendwas eh gedrückt. Kohle, Kohle. Nimm ich mit. Brauche ich nicht. So, und der wird befreit. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir wollten. Ja, ja. Zählt mich eigentlich gar nicht. Ich bin nur hier wegen dem Business. So, und jetzt wird der Jackie reden. Ah, wir machen eine Überlänge. Jungs und Mädels, wir machen Überlänge heute. Entweder eine Rechnung oder eine Mahnung, aber hier das Haus sich dahin stellen. Boah. Warum auch nicht, gell? Jetzt. Ich fahr rückwärts aus meiner Einfahrt raus. Ich glaub's hackt. Stoppschild. Haha. Kannst mir gar nichts, Stoppschild. Oh, oh. Gleich der Stopp.
So, erstmal mit der Jackie labern. Und danach gucken, wen ich jetzt umlegen darf. Eine Person muss umgelegt werden in der Folge. Also eine Hauptperson, meine ich. So, macht man auch übrigens das in München so. Man lässt einfach, springt einfach aus dem noch rollenden Auto raus. Sie haben alles zerstört. Ja. Sie finden Chester Moreau im Supermarkt. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich habe einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden sie. Mein Wort drauf. Verdammt, als ich herausgefunden habe, was die machen. Ja, ich mach das ja schon. Jackie, bleib ganz entspannt. Wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, dass ich kaum sterbe. War grün. Da, grün, seht ihr es ja. So. Man nennt mich auch Lincoln den Rambo Clay. Schleichen ist was für Anfänger. Jetzt wird nur noch ermordet. Köpfe werden rollen. Messer werden fliegen. Und Autos werden gecrashed. Sag ich doch. Das ist übrigens auch ein Geländewagen. So. Wir haben ja vorher schon mal den Supermarkt ausgecheckt und wissen, dass es da den Nebeneingang gibt. Nein, zu früh. Gehört, Mr. Moreau zahlt demjenigen, der den Wichser abknallt, $500 Belohnung. Der Nigger wäre dämlich, wenn er hierher käme. All die Männer, all die Waffen. Sein Arsch wäre schon kalt, bevor er wüsste, was ihn getroffen hat. Jetzt wird es dreckig. Der Wichser geht auf uns los. Hey, ich sehe überall, was ich sehe. So, noch einer. Ich bin gerade richtig gut drauf. Nee, aber da kommen sie jetzt runter. Ich verschanze mich. Umgeh ihn. Komm. Na, dann nehme ich mir erst noch die Weste. So. Und jetzt nehme ich sie aus der Hüfte. So, Jungs. Ich hab euch. Ich mehr euch jetzt alle nieder. Ist mir vollkommen egal. Der gehört euch, Jungs. Scheiß Granate! So, und jetzt nehme ich dich. Und dann war's das mit dir. Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, und bringt mich nicht um. Viel zu spät. Nur, dass du verreckst. So, da hat sich meine Wut der Folge aber jetzt mal richtig noch entladen hier. Das war jetzt nötig, dieses Ende, dieses. Oh, dieses Auto, was mich da überfahren hat, ey. Ich könnte kotzen. Kriegt der Berg. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Wir sichern deinen Scheiß hier unten. Genau wie beim letzten Mal. Aber ich erwarte einen winzigen Unterschied. Diesmal bleibt der Bezirk in irischer Hand.
So. Ha. Naja, gut, wegen. Okay, diesmal war es nicht ich. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Betriebsunfall oder zählt das als Ausgabe? Der letzte Car, wodurch Mr. Clay beseitigt worden war, hat er Sir Mercano ins Visier genommen. Hören Sie, das habe ich doch schon erklärt. Es lief ganz genauso wie in Vietnam. Wenn Sie dem verantwortlichen Idioten an den Kragen wollen, greifen Sie erst seine Männer und die Infrastruktur an, nehmen ihnen die Fähigkeit zurückzuschlagen. Und bevor die was checken, stehen sie dann da, ganz allein. Hilflos wie kleine Kinder. Ja, also ich glaube, jetzt geht's langsam Selma Kano an den Kragen. Es war schön, dass ihr heute dabei wart und ich glaube, wir können bald sagen, Finale. Oh.